Hallo, liebe Freifam-Zuschauer. Wir haben auf Freifam etwas veröffentlicht, wozu jetzt hier die Glocken läuten. Das ist auch angemessen. Und zwar hat ein Anwalt in einem Verfahren, in dem wir auch aktiv sind, also darüber berichten. Und der Elternteil in dem Verfahren, der ist auch auf Freifam aktiv, da hat jetzt ein Anwalt geschrieben an das Gericht, dass dieser Elternteil ein, in Klammer neuer, Klammer zu, Aktivist bei der Freifarm-Organisation sei und dass es Standard bei dieser Organisation sei, dass wir sofort Richter ablehnen und deshalb sei das Ablehnungsgesuch und alle zukünftigen Befangenheitsanträge von vornherein als unbegründet anzusehen. Das ist natürlich jetzt von der Logik her nicht so intelligent, was der Anwalt da geschrieben hat. Juristischer Blödsinn. Es ist aber eine bösartige Intelligenz, die man da sehen kann. Der Anwalt hat ganz offenbar einen Riecher dafür, dass es dem Richter, dem Abgelehnten, vielleicht auch den Kollegen, ja, die über die Ablehnung entscheiden müssen, stinkt, dass es da sowas wie Freifarm gibt, dass in der Öffentlichkeit Richter kritisiert mit Namen, sagt, was die falsch machen, dann zum Teil auch noch dann vor Gericht Eltern hilft zu gewinnen. Ja. Und da hat ja dieser Anwalt einen guten Riecher gehabt, ja, also seine Bösartigkeit, die sei ihm unbenommen. Da hat er sehr gute Fähigkeiten. Von hier kann ich das ihm so sagen, falls er jetzt zuhört und zuschaut. Diese Bösartigkeit, ja, das ist ein Versuch, einen Elternteil vor Gericht zu benachteiligen, indem man eine Kontaktschuld aufbaut. Ja, da ist bei Freifarm deshalb Folgendes. Das ist auch irgendwo ein Krieg gegen Freifarm, den der da anzettelt. Wenn das alles ist, was er hat, dann okay. Also ficht mich nicht an und Freifarm, das ist kalt. Wir werden natürlich weiter in dem Fall berichten, der Elternteil. Den ficht es auch nicht an. Ich habe herzlich gelacht, als ich das gelesen habe. Ja. Auf der einen Seite, ja, wegen dieser dummen Formulierung, ja, dass man sich als Anwalt so auf so ein niedriges Niveau herablässt und es auch noch ans Gericht schickt. Andererseits diese bösartige Intelligenz, dieses Maligne, was man da erkennen kann. Ja, aber wenn das alles ist, was er hier ins Felde führt, dann können wir ja positiv in die Zukunft schauen. Dann ciao zusammen.